Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Unity. Ich hatte das letzte Mal eine einstündige Aufnahmesession und das Problem ist, OBS hat mir warum auch immer den Spielsound nicht gecaptured. Eventuell hängt es mit meinem neuen Audio-Interface zusammen, eventuell hat OBS einen Schuss, ich weiß es nicht. Ja, ich werde jetzt die Erinnerungen nochmal spielen und versuche das irgendwie mit einzubauen. Ja, es tut mir sehr leid. Ja. Gut, ich weiß jetzt schon, was in den nächsten Missionen passiert, nachdem ich die ja alle schon mal gespielt habe. Ja, Arno, lauf. Die Steuerung ist halt immer noch nicht besser geworden, egal wie oft man es spielt. Wieso habe ich den Spielsound gerade so heftig auf dem rechten Ohr? Weißt du, da hast du dann einmal Spielsound und der ist dann immer noch nicht richtig. So. Und du wirst mit unserem Knüppel. Das hatte Ähnlichkeit mit einer Guillotine. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre es dir später. Ich weiß nicht, ob ich jetzt großartig reden soll, aber das Problem ist, ich will eigentlich. Das hier ins Video schneiden, also in die Originalvideos, damit ich da die Aufnahmen verwenden kann. Sehr schön. So, was ich in der Originalaufnahme meinte, ist, dass es mit dem Labyrinth ein bisschen antiklimatisch ist. Weil man hier die genauen Umrisse sieht. Ich versuche mal hier das Schloss zu knacken. Das war ein Stufe 3 Schloss. Shit. In der Originalaufnahme hätte ich das sogar fast hinbekommen. Irgendeine Idee? Zu früh. Letzter Dietrich. Komm, den kriegen wir jetzt auch noch tot. Gut. Das war. Hier raus, rechts. Wo sollen wir lang? Kopf am Leib. Da bist du. So, kurz nachladen. So. Ja. Hallo. Au. Und stirb.
hätte mir beim letzten Mal den Weg hier tatsächlich gemerkt, aber es wurde mir ein bisschen zu doof. Zwei von ihnen voraus. Au. Wie war das mit ich übernehme seinen Freund? Elise, wo bist du? Und hingerichtet. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Grubbel, Schwubbel, sage ich nochmal. Hast du eine junge Frau hier lang kommen sehen? So, zack und zack. Ich hätte bessere Sicht, wenn... Okay, Unterwäsche ist gerendert. Wenn mir diese dusseligen Weiber nicht ihre fetten Ärsche ins Gesicht drücken würden. Psst, Lusche. Easy. Sie können nicht weit sein. Findet sie. Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Die Sucher töten. So, zack. Und zack. Wenn du mir auf die Eier gehst, stirbst du. Zack! Der war schön. So, Erinnerung abgeschlossen, Templerüberfall. Dann machen wir mit einer vorsichtigen Allianz weiter. Also? Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück.
Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Vertraust du mir? Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. 2x rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Auch beim 2. Mal ist es immer noch cool. Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kimmer. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Ich habe die Mission gestern erst gespielt und weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Ja, schon wieder nicht. Schon wieder trifft es, glaube ich, besser. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt habe. Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. François Germain glaubte, dass Lafreniere... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Was zum... Elise! Und schon wieder verfolgen. Warte auf mich! Ich hab verfolgen schon in der ursprünglichen Aufnahme gehasst. Ja. Entschuldigung. Ich sehe jetzt schon... Da gab es auch noch eine Verfolgungsjagd, die ich richtig ätzend fand. Oh, die darf ich ja dann auch wiederholen. Oh nee.
Weißt du, nicht Arno, sondern Arne. Warte doch! Ja, Entfernung reduzieren. Ist schon richtig. Reg dich nicht auf, Scheißspiel. Weißt du, sollst es halt vernünftig machen hier mit dem Verfolgen. Ist doch wahr. Verfolgen ist dumm. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. So, wir müssen jetzt seine Werkstatt untersuchen. Da weiß ich jetzt leider auch schon, was man so suchen muss. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Ich glaube, Elise muss erstmal hier reinkommen. Ah ja. Oh, ups. Zack. Der sah übel aus. Belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Ja, reinklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie... Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Scheiße. Die Schützen habe ich voll vergessen. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Drei Kopfschüsse. Und 5 Kopfschüsse. Bam! Nebenmission abgeschlossen. Eine vorsichtige Allianz-Erinnerung abgeschlossen. Und die dritte Mission, die ich mit der Aufnahme verkackt habe, mache ich gleich mal im Anschluss. Ich glaube, ich lade das hier als eine Folge hoch und schneide den Inhalt dieser Folge hier in die vorangegangenen, dass man die wenigstens ein bisschen gucken kann. Und das hier kommt dann so mit der dritten der Folgen als, weiß nicht, Folge 0 oder so. Sequenz 7, Erinnerungen 2. Genau, und hier Konfrontation habe ich ja noch nicht gemacht.
Treffen mit Mirabeau oder so. Meister Kenobi, glaube ich, oder? Kommt Meister Kenobi hier schon wieder vor? Oder wann war das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Gut, dann heißt es jetzt mal hier untersuchen. Ein Buch. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Ah, Meister Kenobi. Kemar. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Und wo ist das dritte, der dritte Hinweis? Ah, hier drin. Genau. Mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Ist Akonit auch nicht auch so ein Massagezeug? So ein Öl, was man zum Massieren nehmen kann? So, ich könnte jetzt Elise beschuldigen, ihn umgebracht zu haben, was aber völlig sinnbefreit wäre. Deswegen, wer bist du denn? Deswegen gehe ich jetzt mal zu Meister Kenobi, um mal mit ihm zu reden. Ja, ohne entdeckt zu werden am Arsch. So, ab zu Meister Kenobi. Hey, zwei Rauchbomben ist gut. Die kann ich zum Kämpfen einsetzen. So, nehmen wir mal hier auch die Treppe. Wenigstens einmal im Leben müssen wir mal diese Treppe benutzen. Sprechen. Ich spreche mit der Tür. Die Tür erzählt mir interessantere Geschichten als der Orden. Hier ist schon ganz hübsch drin. Das kann ich nur immer mal wieder betonen, dass es hier echt hübsch ist. Es ist dieser... Oh, wie heißt der Urglobus? Beheimglobus? Ah, Monsieur Dorian. Was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz.
natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Und jetzt heißt es ab zum Apotheker. Und den gilt es dann zu verfolgen, worauf ich jetzt schon wieder richtig Bock habe, weil das hat gestern schon so Spaß gemacht, ihn zu verfolgen. Oh, wenn ich dran denke, dass ich jetzt bei jedem Spiel prüfen darf, ob die Audioeigenschaften stimmen. Bei Dark Souls gestern im Stream hat es funktioniert. Weißt du, ich habe hier auch rechts Ausschlag bei OBS, ne? Ist ja nicht so... Ich meine, hätte ich keinen Ausschlag gehabt, dann hätte ich ja direkt gesehen, dass es nicht funktioniert. Aber... So? Wer soll denn da annehmen, dass es nicht funktioniert? Wenn es offensichtlich scheint, dass es funktioniert. Ich hole mal das Geld hier ab. Es scheint, es hat sich jemand an unserem Weinkeller vergriffen. Ein diebischer Diener bestimmt. Und dieser Gärtner treibt sich auch an Orten rum, wo er nichts zu suchen hat. Ich dachte... So, mal die Truhe hier ausräumen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es ist ja unsere Truhe, ist unser Geld. Ja, blub. Ja, genau. Ich wollte, dass Arno da hochklettert. Aus dem Weg. Sollt ihr da stehen? Ah, die sehen besoffen aus. Okay, die sollen da stehen. Weißt du, heute im Sprachkurs Französisch. Ne? Hat bestimmt gerade irgendjemand seine Mutter beleidigt. Leute, wo kommst du denn her? Ich mag Elise. Langsamer, wartet. Gut gemacht. Ich fand ihn so gut. Tut, Motherfucker. Ach, und auch heute würde ich ihm so gerne ins Bein schießen, dass er stehen bleibt. Ich habe nur ein paar Fragen. Weißt du, und hier... desynchronisiertes Spiel fast. Weil der zu weit wegkommt. Das ist so witzig, oder? So, ich verfolge ihn, by the way, auf der Straße weiter. Ich bin gestern hochgeklettert. Es hätte... Ja... Und das kostet mich jetzt wieder fast die Synchro. Woher kommt dieser ganze Rauch? Lass mich in Frieden! Aber heute habe ich eine eher bekommen als gestern. Hochklettern ist an der Stelle echt beschissen. Auch wenn die Nebenmission das sagt. Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ja! Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Ja. Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift.
Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden, erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Und ein Treffen mit Mirabeau, abgeschlossen. Gut, und damit haben wir die Mission, glaube ich, vervollständigt. Und ich freue mich schon darauf, das in die Folgen reinzuschneiden. Welches Datum haben wir heute? 31. Gut, damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.